Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bookopolis und heute habe ich für euch, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon sehen konntet, meine Neuzugänge aus dem August und ja, es sind 5 Bücher in Print und ein E-Book, also 6 Bücher. Leute, so kann es bleiben. So, es sind 6 Bücher und wir beginnen direkt und ich fange direkt mit dem E-Book an. Und zwar habe ich auch schon in meinem Lesemonat August euch vorgestellt, habe ich Keeping 13 im August gekauft und auch im August gelesen. Es war eine tolle Geschichte, ist also dementsprechend nicht mehr auf dem Sub. Ich habe es direkt weggelesen. Anders ist es mit den Printausgaben. Falls ihr ein bisschen mehr über Keeping 13 bzw. Binding 13 hören wollt, dann schaut doch gerne meinem Lesemonat vorbei. Ich verlinke ihn euch im i und in der Infobox. Ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und ansonsten, ja, machen wir mit den Printausgaben weiter. Zum einen ist bei mir angekommen der 5. und abschließende Band der, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, der Elemente-Saga von Elise Kova und zwar Crystal Crown. Das hatte ich ja damals schon ab Band 2, glaube ich, konnte man dann schon die ganze Reihe vorbestellen. Habe ich vorbestellt, was mich ein bisschen traurig macht, da müsste ich mal dem Verlag schreiben. Gab es keine Karte, also es gab ja immer so eine Postkarte mit dem Element. In den Büchern. Hier ist jetzt keins dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Fehler war oder ob das generell keiner bekommen hat. Ich glaube, ich schreibe da einfach mal den Verlag an. Und ja, es ist halt der typische Buchschnitt, nur in der passenden Farbe, Crystal Crown. Ich bin sehr gespannt. Die Reihe habe ich jetzt komplett. Das heißt, ich kann sie am Stück wegsuchten, was ich ja momentan gerne mache. Mal gucken, wie lange das noch bleibt und vor allem mal gucken, wann ich dazu greife. Soll ja so ein bisschen so eine Avatar, Herr der Elemente, angelehnte Geschichte sein. Also nicht, wahrscheinlich nicht absichtlich, aber ich habe schon oft gehört, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Ich bin sehr gespannt, freue mich drauf. Elementmagie und sowas habe ich noch gar nicht so viel gelesen, aber es sieht wunderschön aus und ich bin gespannt. Weiter geht es mit einem Rezensionsexemplar, das mich erreicht hat, das mich total überrascht hat, denn ich habe es total vergessen. Und zwar geht es um Honesty, der 2. Band von Franzi Kopka. Ich vermute mal, dass ich das Buch direkt nach der Rezension zu Honesty, dem 1. Band, angefragt habe und dann einfach es mir aus dem Kopf war und ich es dann doch jetzt noch bekommen habe. Ich freue mich riesig, möchte es eigentlich jetzt auch im September lesen, damit ich meiner Rezension gerecht werde. Auch das ist jetzt im August angekommen und ich habe den 1. Band geliebt. Also eigentlich freue ich mich auch drauf, den 2. Band zu lesen. Ich glaube, es ist auch eine Dilogie und somit auch beendet, aber ich bin mir nicht sicher. Ich werde spätestens dann merken, wenn ich den 2. Band gelesen habe, ob das beendet ist oder ob da noch mal was kommt. Falls ihr aber genaueres wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare, falls ihr die Geschichte schon gelesen habt. Auch das gerne in die Kommentare und wie ihr es fandet. Ansonsten, es geht in Honesty darum, dass die, also es ist eine Dystopie, es geht darum, dass die Gesellschaft sich so entwickelt hat, dass man ein Mittel gespritzt bekommt, dass man nicht mehr lügen kann. Es ist wichtig, dass die Leute die Wahrheit sagen und sie haben auch nur ein paar Sekunden Zeit, bevor sie körperlich darauf reagieren, eine Frage zu beantworten. Das heißt, wenn sie eine Frage gestellt bekommen, müssen sie direkt antworten und sie können auch nur ehrlich sein. Sonst gibt es eine körperliche Reaktion und alle wissen, dass gelogen wird oder dass jemand es versucht zu verheimlichen. Und diese Leute werden dann praktisch gefangen genommen und wie das so in Dystopien typisch ist. Und dann haben wir unsere Protagonistin, die eigentlich in diesem System zufrieden ist, aber sie passt halt trotzdem irgendwie nicht ganz rein. Aber sie denkt, sie ist das Problem. Und ja, sie entdeckt dann durch einen Typen, dass sie vielleicht doch nicht das Problem ist. Und das war sehr, sehr spannend zu lesen. Ich bin sehr neugierig auf den 2. Band und wie die Geschichte ausgeht, wenn ich mich nicht irre. Und ja, wie gesagt, eure Erfahrungen in die Kommentare. Dann ein Buch, dem ich ein bisschen hinterherrennen musste, denn ich hatte vorbestellt Kiki und die neue Magie. Das ist Kikis kleiner Lieferservice, der 2. Band. Ich weiß nicht, wie viel das mit der Ghibli-Geschichte zu tun hat. Ich habe den Ghibli-Film nie gesehen, habe aber auch Kikis kleiner Lieferservice schon zu Hause stehen in dieser Collectors Edition aus dem Crosscult Verlag. Und die bringen ja richtig tolle Collectors Edition raus. Ich hoffe, dass sie zu den anderen Ghibli-Filmen auch was machen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich wollte halt die Collectors Edition und hatte sie vorbestellt und dann habe ich die Nachricht bekommen, dass das Buch
vergriffen wäre, also nicht mehr lieferbar. Das hat mich super traurig gemacht, dann habe ich das halt woanders bestellen müssen. Und ja, dann habe ich es Gott sei Dank bekommen, denn ja, ich will alle drei Teile haben. Es kommt noch ein dritter raus. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber ich glaube auch noch dieses Jahr. Und dann würde ich auch die Reihe gerne am Stück lesen. Die Bücher sind ja auch nicht super dick. Ich glaube, das wird ganz gut machbar sein. Wer kennt denn Kikis kleiner Lieferservice? Wer kennt die Ghibli-Filme dazu oder den Ghibli-Film dazu? Das würde mich interessieren. Auch hier gerne in die Kommentare schreiben. Ich und mein Mann sind Riesenfans der Ghibli-Filme. Dementsprechend wird es höchste Zeit. Kommen wir jetzt zum vorletzten Buch. Und zwar ist bei mir Sunbringer von Hannah Kenner eingezogen. Und hier war ich ein klein wenig enttäuscht, weil ich habe es ohne Farbschnitt bekommen. Der erste Band ist ja mit Farbschnitt erschienen, deswegen habe ich mir auch den zweiten vorbestellt. Ansonsten hätte ich natürlich mit dem Kauf gewartet, weil ich habe es vorbestellt wegen des Farbschnitts. Sonst, wie gesagt, hätte ich es erst gekauft, wenn ich so weit bin, das zu lesen. Aber jetzt ist es da und ich bin ja nicht mehr ganz so fokussiert auf Farbschnitte. Also es kommt noch mal ein bisschen drauf an, aber gerade so broschierte Ausgaben und keine Luxus- oder Special Editions brauche ich nicht unbedingt mit Farbschnitt. Es ist auch einfach so, dass der Markt mittlerweile überfüllt mit diesen Farbschnitten ist, dass es einfach nichts Besonderes mehr ist. Dementsprechend ist es mir auch mehr oder weniger egal. Und ich versuche wirklich nur Special Editions zu kaufen oder Luxusausgaben jetzt von der Bücherbüchse zu kaufen und weniger einfach ganz normale Farbschnittausgaben. Ich achte halt momentan nur darauf, dass Reihen, die ich jetzt schon fast vollständig mit Farbschnitt habe, dass ich da auch den aktuellen Farbschnitt dann dazu bekomme. Ansonsten ist mir das eigentlich Wumpe mittlerweile, weil ich will die Geschichte erfahren und es ist zwar schön, ein schönes Buch im Regal zu haben, aber ich meine, dieses Buch sieht ja auch wunderschön ohne Farbschnitt aus. Ganz ehrlich. Und ja, deswegen habe ich es auch nicht zurückgeschickt und bin nicht zur Buchhandlung gegangen. Da hätte ich bestimmt noch mal eine Ausgabe bekommen, aber es war mir einfach egal. Dementsprechend Sunbringer hätte ich halt später erst gekauft, ist halt aus Farbschnittgründen jetzt schon bei mir eingezogen, auch wenn es jetzt ohne ist. Ist ja auch egal. Ich habe den ersten Band noch nicht gelesen, habe auch hier leider den Sticker noch nicht abgeklebt. Bin aber sehr gespannt auf die Geschichte, habe gemischte Rezension zu der ganzen Reihe gehört, bin aber jetzt trotzdem sehr, sehr neugierig und es geht langsam wieder Richtung September, Oktober, Herbst und ich glaube, da werde ich auch wieder eher zu Fantasy greifen und da freue ich mich dann auch schon sehr auf die Geschichte. Und zu guter Letzt kommen wir zu der Book-Only-Zauberbüchse, die ich abonniert habe, schon seit 1,5, 2 Jahren. Die, ja, ich glaube eher so 1 bis 1,5 Jahren. Da bekomme ich ja regelmäßig mein Buch für den Monat und diesmal ist sogar ein Buch dabei, was ich mir sowieso kaufen wollte. Ich aber tatsächlich nicht erahnen konnte, welches Buch es sein wird und war dementsprechend überrascht und habe mich gefreut. Und zwar ist es 5 Broken Blades von May Corland. Ich bin sehr gespannt. Es hat einen wunderschönen Farbschnitt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen und es spiegelt nicht zu sehr. Ich bin sehr gespannt. Es geht um Assassinen. Es geht um ja, es geht um 5 Assassinen. Ich bin sehr gespannt. Also Attentäter. Ja, ich bin sehr gespannt. Es geht um eine Diebin, einen Leibwächter, eine Giftmörderin, ein Fürst ohne Königreich und der Geheimdienstchef des Königs selbst. Und ja, sie müssen lernen, einander zu vertrauen, weil sie ja, einen Auftrag bekommen, aber die Frage ist halt, gibt es, was ist, wenn es einen Verräter unter diesen ganzen Verrätern gibt? Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt auf diese Geschichte. Auch hier habe ich tatsächlich mittlerweile auch schon das ein oder andere nicht so gute zu der Geschichte gehört. Also eher so durchschnittliche, auch gute Rezensionen, auch weniger gute Rezensionen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet und das finde ich auch super toll, weil ich mich reinfallen lassen kann. Wann ich dazu greifen werde, weiß ich nicht. Aber ja, ich bin super neugierig. Also, das sind die Bücher, die bei mir plus das eine E-Book eingezogen sind im August. Ich schaffe es gerade wirklich unter 10 zu bleiben, aber ich lese ja auch super wenig. Dementsprechend hoffe ich, dass das so bleibt, auch wenn ich irgendwann wieder anfange, mehr zu lesen. Das war's dann mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe auch, dass wir uns bei meinem nächsten Video sehen. Falls ihr kein Video von mir mehr verpassen wollt, dann abonniert mich doch gerne über den roten Abonnier-Button. Somit könnt ihr mich unterstützen, euch kostet das nichts und ja, dann hoffe ich von euch zu sehen, zu hören in den Kommentaren und ja, bis zum nächsten Video,
Euch noch eine schöne Zeit. Tschüss.